Wir sehen, wie die Ahlul Jahiliyyah das Wort Ilah noch verstanden haben. Und wie der Koran dies bekräftigt hat, beziehungsweise erläutert hat. Zum Beispiel heißt es im Koran, اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. Sie haben sich ihre Mönche und Gelehrten zu Arbab, zu Herren neben Allah genommen. Und den Sohn der Maria. Und ihnen wurde doch nur anbefohlen, den einen einzigen Ilah anzubeten. Hier ist eine ganz andere Art der Uluhiyya. Und deswegen im Hadith, der bei Tirmidhi überliefert wird, und Ibn Hibban, in einem Hadith von Hadi, er kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als er diesen Vers verlas, hatte noch ein Kreuz an seinem Hals hängen. Und als er das hörte, verneinte er dies und sagte, ma abaduhum, sie haben ihre Priester, Menschen und so weiter nicht angebetet. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم. Vielmehr haben sie ihnen Folge geleistet in dem Legalisieren der verbotenen Dinge, nein, und in dem Verbieten der legalen Dinge, und dies war ihre Ibadah. In einem anderen Vers sagt Allah: وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ. Hier mit dem Wort Shuraka, ihre Partner, kommt aus dem Wort Shirk, haben viele der Ahlul Ilm, der Mufassirun gesagt, hier sind die Shayatin gemeint. Und Allah sagt: Und ebenso haben ihre von ihnen beigesellten Partner, und ebenso haben ihre von ihnen beigesellten Partner, die Shuraka, von den Mushrikun, vielen der Mushrikun das Töten ihrer Kinder schön erscheinen lassen. Das ist eine gute Sache. Es ist schön, die Kinder zu töten, wenn man befürchtet, in die Armut zu verfallen. Und Allah nennt diese Shayatin hier Shuraka, die Teilhaber. Die Allah mitnehmen, Allah zu teilhaben genommen. Die haben die Shayatin nicht angebetet. Im Sinne des Sujud, der Verherrlichung, des Opferns. Hier ist eine andere Form des Schirk. In der Legislative, in der Legalisierung, die Kinder zu töten. Ja. Und Allah sagt: Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-din. Shuraka, wieder. Shara'u. Und Ad-Din, drei Begriffe. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Oder haben sie etwa Teilhaber, Shuraka, die ihnen im Din etwas als Gesetz geben, das Allah nicht erlaubt hat? Das heißt, hier ist der Schirk, die Shuraka, der Schirk, hat etwas mit der Gesetzgebung zu tun, mit der Legislative. Und wir sehen hier auch, dass der Din, das Wort Din, so ungefähr für das Gesetz verwendet wird. Der Din, das Gehorsam, das Einhalten der Verbote, das Einhalten der Befehle und das Unterbinden der verbotenen Dinge. Das nennt man der Din. Der Din ist auch ein Synonym für das Wort At-Ta'a, die Gehorsamkeit. Also in diesen Versen handelt es sich um eine andere Sorte der Aliha. Eine andere Sorte der Aliha. Es sind nicht die Aliha, die wir vorher genannt haben. Es sind nicht die Aliha, an die man sich wendet bei Widerwärtigkeiten, bei Schicksalsschlägen, bei denen man Zuflucht sucht, in deren Obhut man gehen möchte, die man anfleht und anbettelt. Es geht hier um eine ganz andere Uluhiyya. Es handelt nicht über die Naturgesetze, die Verfügungsgewalt über die Naturgesetze oder die, anders ausgedrückt, die universelle Autorität, wie in der ersten Kategorie. Da haben sie geglaubt, sie haben Verfügung über die Naturgesetze, über das Universum, eine gewisse Verfügung. All dies wird hier nicht geglaubt. Diese Art von Aliha, wie gesagt, wird nicht aufgerufen
und so weiter. Sie werden zu Aliha genommen, indem man ihre Befehle zur verbindlichen Gesetzgebung macht. Ihre Befehle zur verbindlichen Gesetzgebung macht oder nimmt. Indem man ihnen in den Befehlen und Verboten absolut gehorcht. Ich sage extra absolut aus bestimmten Gründen. Indem man ihnen Folgsamkeit leistet in der Legislative. Glaubt, sie hätten das unabhängige Recht, eigenständige, unabhängige Recht, fern von der Gesetzgebung oder von der Scharia des Schöpfers, Gesetze zu erlassen, Dinge zu erlauben und zu verbieten. Das ist die Uluhiyya, um die es sich hier handelt. Sie müssen sich nicht an eine höhere Souveränität richten. Na. No.